Mein Name ist Farhan Sabbagh. Als ich 30 Jahre war, wurde ich nach Deutschland eingeladen, dreimal. Und das dritte Mal hatten sie mir angeboten, in Deutschland zu arbeiten, beziehungsweise in Berlin. Und hat die Musikschule auch Interesse gehabt. Und dann waren 5 verschiedene Musikschulen, die meine Arbeit haben wollen. Dabei habe ich dann die Schülerinnen und die Schüler, Berufsmusikerinnen auch die ganze Zeit sehr gerne unterstützt und alles, was ich kann, beigebracht hatte. Und ich freue mich, dass ich so viele Konzerte auch durch das Engagement von Berlin eigentlich, dass ich dann in den ganzen Welt Konzerte gemacht hatte. Beispielsweise die Philharmonie, Solo-Konzert in die Philharmonie in Warschau, in die Philharmonie auch hier in Berlin, aber kein Solo-Konzert, sondern mit anderen, verschiedene Konzerte, nur um einige zu nennen. Also wenn ich jetzt die Schüler und Schülerinnen, die in dem Gymnasium jedes Jahr einmal besucht hatte, das kannst du sagen, wahrscheinlich 5.000, 6.000, ne? Außer jetzt die Kurse und Einzelunterricht und die Berufsmusiker. Es gibt auch wirklich Berufsmusiker, sie kommen, einer kommt aus USA ab und zu mal, wenn er in Europa kommt, nach Berlin extra, meinetwegen, und einer in Japan auch. Ja, na, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 5.000 bis 6.000 Schüler in Berlin, das ist wunderbar. Genau, es kommt bestimmt hin, also ich bin mir total sicher, dass das so ist. Ja, und jetzt eben der Unterricht an der Leo-Kestenberg-Musikschule mit Einzelunterricht für Perkussion und für Ud, und für Gesang und dann eben eine Gruppe mit Perkussion und allgemeinen Instrumenten, Ensemble Wüstenwind, viele schöne Auftritte und wir hoffen, dass das demnächst dann auch mal weitergeht. Noch besser hoffentlich. Genau. Deswegen kann man sagen hier, do, ta, ta, do, ta, ta, do, ta, ta, do, ta, ta. Wir haben die arabische Noten, aber sie sind sehr schwierig zu lernen. Nachdem man die gelernt hat, spielt man viel leichter und viel einfacher als die europäischen Noten. Das sind in 3 Reihen. Oben ist der Text, unten ist dann der Rhythmus und dann der dritte ist dann die Buchstaben von dem Lieder. Das ist eine Art Tabulatur, das gibt es bei uns. Das ist die arabische Art, wie man Noten schreibt. Ja, ich nehme mal an, dass die Europäer im Mittelalter und Renaissance das gelernt haben von den Arabern, die Lautentabulatur, weil die Laute kommt ja auch vom Ud. Ja, ganz sicher, ja. Das Wort Taksim bedeutet mit einem Wort Improvisation, freie Improvisation. Wer dann Taksim spielen kann, muss erstmal die Tonarten, die arabische Tonarten, sie heißen Makamat, Makam ist Singular, und die sind 111 Tonarten. In der europäischen Musik haben wir Moll und Dur nur 2, in der arabischen Musik haben wir 111 Tonarten. Und jede Tonart hat andere Gefühlinhalt. Als Meisterlehrer, als Didaktiker, der uns so schön die arabische Musik nahe bringt, warst du ja auch mal ein Schüler. Aber wie kann man sich das vorstellen als Schüler in Syrien, als Sohn einer Sufi-Familie? Wie lernt man Musik? Ganz früh schon wahrscheinlich. Ja, also, mein Vater selber ist kein Berufsmusiker, aber der spielt sehr gut und er singt noch besser. Und den Berufsmusiker hatten die gerne mit ihm auch Musik gemacht.
Und mit 5 Jahren hat er mich zu seinem Chor mitgenommen. Und ich konnte, weil ich so Kind war, weil mein Ton war sehr hoch, trotz die ganzen Herren, die dann dort waren, konnte man meine Stimme hören. Und das habe ich wirklich klassische Lieder ab 5 Jahre alt gelernt, die auch gar nicht einfach, andalusische Lieder auch. Und danach auch mit meinem Großonkel, der leitet eine Zeremonie, Sufi-Zeremonie, mit 13 Trommel am Anfang, 20 Minuten Trommel, und danach wird diese Art von Atem Arbeit, diese, was die Sufismus machen, beispielsweise in diese Richtung. Es gibt verschiedene Techniken dafür. Tanzt man auch dazu in diese Richtung? Es gibt viele, viele Varianten davon. Und konnte ich auch einige, auch Sufi-Lieder auch lernen von ihm. Und der ist wirklich anerkannt, nicht nur in der arabischen Welt, sogar bis ganz Asien auch ist bekannt. Al-Oud ist der Mutter der Laute, kam mit den Arabern nach Spanien und von dort in das übrige Europa. Woher die Bezeichnungen in den europäischen Sprachen, auf Französisch beispielsweise la lutte, laoud in Englisch, luto, luto, lote und laute, alle kamen aus dem arabischen al-oud stammend, erinnern. Männer und Frauen spielen das Instrument. Und das ist so verbreitet wie das Klavier in Europa. Das heißt, jeden zweiten Haushalt kann man einen Oud finden. Al-Oud hat normalerweise 5 Doppelseiten. Ich habe selber 6 Doppelseiten und ein Bass, Einzelseite, Bassseite, und das ist meine Erfindung. Und meine Schüler und Schülerinnen in Europa und woanders, viele haben mich gefolgt, und es ist jetzt fast 15% von den sehr guten Oud-Spielern machen das auch. Und da freue ich mich wirklich darüber. Ich denke, die Musik für die Menschen ist ein großes Geschenk. Und falls sie nicht gibt, ich glaube, werden die Menschen viel leiden. Ja.